Moin und herzlich willkommen wieder bei Strategie Command One Europe. Mehr Spieler gegen Dudeman und sucht er wirklich vor Grönland nach dem U-Boot? Oder ist die Kamera nur aus Spaß hier drüben? Also mindestens ein Zerstörer, aber wirklich hier. Na gut, wir sind ja recht in der Nähe von Kanada noch. Die Flotte wird angeschoben. Sonst nichts weiter. Ja, und jetzt müsste es eigentlich nach Belgien gehen. Das ist echt eine Weile her, seit ich das letzte Mal gemacht habe. Deswegen bin ich schon gespannt, ob es läuft. Wetter immerhin sieht in Ordnung aus. Norwegen derweil, Invasion in Norwegen, ja. Und Dänemark nebenbei eigentlich auch noch. Schon auf dem Weg ist ein Bomber. Und ein Panzer, schlammiges Wetter. Okay, das könnte etwas Stress geben, aber die Fallschirmjäger sind bereit. Und es ist nicht zu weit. Was sagt die Diplomatie bei den Sowjets? 24%. Warte, hatte der alte Text nicht von 7 bis 10? Oder war das in irgendeinem Update mal geändert worden? Na gut, also im Moment ein Anstieg von 4%. Geht noch, dafür immerhin hier 10, 20... 22 MPP, wobei Industriemodifikator 40%. Also nicht, also 11 wäre die Hälfte, 10, 9, noch was. Aber wir hatten den Industriefortschritt, das geht noch ein bisschen hoch demnächst. Das nur mal kurz am Rande. Das, ja gut, das wird alles demnächst erobert, Route in Norwegen verlegt und so weiter und so fort. Kommen wir also zum wichtigen Punkt. Jetzt aber wirklich auch nur Belgien. Ich denke mal, dass wir es trotz Schlamm schaffen müssen. Zur Not kann Jan Falli nach Brüssel reinspringen und das sollte dann schon reichen. Und die anderen lassen wir stehen, damit die hier nicht zu viel Prozente kriegen. Also ihr müsst die aus dem Weg räumen. Genau, die hat eine Kontrollzone. Fahren die Panzer rein und machen Stress. Kurz mal die Frage, wenn man die Kontrollzone ausschalten würde, käme man da vielleicht... Insgesamt, wenn man hier einen ausschaltet, käme man da wahrscheinlich insgesamt besser ran. Nur wenn ein Falli springt, brauchen wir mindestens einen... Der über ist und ach ja, wie man an diesem Bomber sieht, müssen kurz mal die Unterstellungen durchgehen. Praktischerweise sind die Panzer nämlich gar nicht unterstellt. Wer braucht die auch? So, du hast ja, du hast die höchste Stufe mit 7 und auch naja, die zweithöchste Erfahrung. Das sind dann auch so Sachen, wo man froh ist, wenn man die vorher nochmal gecheckt hat. Auf der anderen Seite, du stehst mit am weitesten hinten. Das ist eigentlich der, der vorne steht. Dann führst du halt den Angriff an. Aber genau, 6 Einheiten sind wir gerade. So, dann haben wir die alle. Brauchen wir noch? Sonst noch so vielleicht die Fallschirmjäger. Was fliegt und im Zweifel die nächste Welle. Du hast ja auch noch einen Schwung Flugzeuge. Vielleicht den. Vielleicht den. Brauchen wir nicht. Die da unten können auch erstmal stehen bleiben. Die brauchen wir auch nicht so dringend. So, ich glaube, jetzt geht es etwas besser.
Ja, der Panzer könnte den wegräumen. Muss ja auch noch sehen, dass man da dann kommt. Ich habe es echt seit einer Weile nicht mehr gemacht. Aber ich finde es ganz lustig, das nochmal wirklich so direkt alles planen zu müssen, zu können. Aber da war eine Armee in Brüssel. Ich erinnere mich schwach. Rauszukriegen wird kompliziert. Die Armee vormarschiert, die kann das. Die Komm, du marschierst jetzt vor und alles weitere gucken wir dann. Drei, okay. Ich meine, da wäre der höhere Treffer, aber Lüttich, der müsste weg, damit man da durchkommt. Hier ist ja noch viel Wald und so, wo die Bewegung etwas schwierig ist. Mit dem Bomber zusammen könntest du das hinkriegen. Noch besser, jetzt möchte man gar nicht den Bomber verwenden. Aber ein Panzerangriff wäre halt auch sehr, sehr wertvoll. Kein Abfangjäger. Ja, und schlammbedingt ist das hier schwierig. Und die Garnison und das andere Korps zusammen haben auch noch eine Kontrollzone. Hier kommt er gar nicht rum. Ja, das wird ja lustig. Ich bin irgendwie froh, dass die Panzer Mobilität haben, dass sie wenigstens irgendwer mal ein bisschen vorwärts kommt. Ein Panzer alleine die Stadt frei kämpfen mit Luftunterstützung, das und dann springt ein Falli rein. So müsste das jetzt wohl klappen, wenn es klappen soll. Wäre deutlich einfacher, wenn wir die Kontrollzone hier noch ausschalteten und noch mal kurz überflugsmäßig, wie sah es dahinter aus? Okay, das Bergwerk leer. Da ein Flugzeug und da eine Armee. Alchemie, ihr kämpft hier in die Nähe. Okay, mal auch noch. Also, naja, könnte zur Not noch rein. Was kriegen wir? Ja, ich meine, wenn man Luxemburg noch angreifen würde, käme man hier noch durch die Ecke durch. Aber wir haben jetzt schon Litauen und da. Naja. Und da. Will ich jetzt nicht, dass die noch mehr Mobilisierung kriegen. Muss ja nicht sein. Dann du kommst etwas besser vorwärts, weil du über die Straße fährst. Wenn du hier stehst, schindest du halt auch dem anderen Panzer im Weg. Dann brauchen wir wohl eigentlich auch, um Schaden zu machen. Muss man mit zwei Panzerangriffen und der von mir ist, wobei der käme noch dahin. Wenn man den irgendwie vorher platt kriegt, dass der zum Beispiel da runterfahren kann und wenigstens einen Angriff auf Brüssel landen kann. Und im Bergwerk gibt es auch ein bisschen Verteidigungsbonus gegen Bomber. Wenn er hier mit seinen Flugzeugträgern wahrscheinlich irgendwo in der Nähe ist. Bei der Wald wäre natürlich auch nicht verkehrt. Keine Chance, man kommt halt nicht mal nach Lüttich rein, weil wegen Kontrollzone. Na ja gut, ja, die Kontrollzone weg. Sonst nehmen wir den anderen Bomber, um die Kontrollzone zu vernichten. Zumindest die hier vorne. Dann kommst du zum Beispiel schon mal dahin. Die Panzer könnten dann weiterfahren. Natürlich hat die Armee auch noch eine Kontrollzone. Hier wird man nicht so leicht los. Okay, aber wenn du die Garnison raushaust.
Jetzt wieder unpraktisch, weil er die Garnison nicht rausgehauen hat. Dann hätte man da halt auch mehr Platz. Gut, dann fahr du doch schon mal da an. 3 zu 1. Wir brauchen alles an Angriffen, was Panzer heißt, und müssen den eigentlich noch schwächen nach Möglichkeit. Natürlich auch versuchen, den rauszubomben und dann der andere Panzer noch von dahin. Die Unterstützung ist nicht mehr recht möglich. Oh, der Panzer könnte zur Not auch ins Bergwerk. Ja, zu den Fallschirmjägern. Könnte es zur Not auch auf die Stadt springen. 1, 2, 3, 4, 5, ja, zur Not. Wieder mit den Angriffen. Okay, du kämst jetzt notfalls auch rein. Kann natürlich noch hier nicht in die Wälder vorrücken. Also können wir halt vielleicht mit den. Okay, wir können mit den Fallschirmjägern gucken. Einfach hier noch ein bisschen, dass man Karte stärker anmalt und Einheiten besser nach vorne kriegt. Obwohl, du hättest noch einen Angriff. Du könntest noch dahin und die Garnison platt machen. Und in der Stadt hat man bestimmt noch zur Deckung im Zweifel gegen Flugzeuge. Per Gewaltmarsch können wir auch einen Chor nachsetzen lassen. Machen einer schon den Stern voll. Ja, Hauptstadt. Und er hat auch nur eins gegen Flugzeuge. Ja gut, aber jetzt... okay, der Armee kann da nicht rein. Dann müssten wir uns einen Chor holen. Mit Fallis hier vielleicht einfach hinterspringen. Um noch mehr Land schon mal gesichert zu haben. Wie gesagt, da Leute per Gewaltmarsch noch anzubringen. Und das jetzt zum Beispiel hier rauf. Ja, die Landung war ein wenig unsanft. Min, komm da auf den ersten Blick alle nicht weit genug. Und du. Du könntest zum Beispiel auch hier hin und dann nochmal ein zurück. Ich gehe davon aus, dass da irgendwie schon einer drin ist. Oder dich da halten? Na, ich habe mal so ein bisschen Angst, dass am Ende doch irgendwie. War nicht zu sehr geduldig. Jetzt sollte ich etwas deutlicher sprechen, dass er mir dann doch zu sehr auf den Falli draufhaut und dem noch was passiert. Nö, der Schlamm macht das alles ein bisschen suboptimal, das sagt U. Aber das können wir nicht weiter decken. Du könntest noch fliegen, du könntest den kaputt machen. Wenn sich die Zahlenwerte so ansieht, könnte das auch fast das Sinnvollste sein. Dass die Belgier am Ende noch weiterkämpfen oder sowas. Dann könnte das Chor da immer noch vorrücken. Kannst du wohl erstmal dahin. Also das Feld da unten kriegt keiner. Aber das ist dann wohl so. Dann schauen wir mal Hauptquartiere ruhig noch ein bisschen näher heran. Restliche Einheiten auch.
Flugzeuge auch gerne. Könnt ihr noch hier ein bisschen fliegen? War da auch noch irgendeine Flak? Nee, und ich bin irritiert, dass gar keiner gegenfliegt. Ist wirklich seine Idee, mit Flak zu arbeiten und britischen Jäger. Sind die dann alle schon in Afrika? Halten sich bereit. Und eigentlich solltet ihr auch schon näher ran. Oder fliegt schon mal dahin. Oder du bist auch noch dahin. Und ihr haltet das. Ja, Belgien dürfte, denke ich, kapitulieren. Und dann stehen wir hier immerhin schon mal. Müssen dann gucken, wo man nächstes Mal hier am besten reinkommt. Gut, die Schiffe halten weitere Position. Ihr bleibt da weiter stehen. Setzt ungünstigerweise einen Zerstörer und der wird irgendwie an. Demnächst nach Grönland wollen. Ich kann es ja versuchen, ganz zu dem nördlichen Hafen da zu entkommen. Den Zerstörer erstmal. Ich hoffe, dass der alleine unterwegs ist. Sonst ist er natürlich immer in Gruppen. Aber wir schauen mal. Also er hat erstmal gesehen, dass wir nach Süden fahren und dann halt abbiegen. Mal sehen, ob man damit durchkommt. So, bei dem ist mir das aber inzwischen echt heikel. Hier vielleicht erstmal ein bisschen von Knoten weg fahren. Tja, und wir kommen bald an die französischen Häfen. Wenn du dich hier noch irgendwie in der Nähe hältst. Na toll. Na toll. So viel zu dem. Hier, der Startpunkt, dass der auch ein paar Felder nebenan gerade alle an kann, ist etwas ungünstig. Das ist nicht gut. Könnte sein, dass er das gut möglich, dass er das U-Boot kriegt. Der ist auch so, aber wenn der wenigstens noch wieder durchkommt. So, das seid ihr soweit. Die Italiener. Bisher war es hier im Mittelmeer relativ ruhig. Wird bei euch? Ja gut, die brauchen die Waffen. Die müssen Kram nach hier drüben bringen, solange sie noch nicht im Krieg sind. Weil man es dann entspannter rüberbringen kann. Aber ich würde sonst mit denen erstmal noch wenigstens auf Infanteriewaffen einsparen, dass deren Einheiten so ein bisschen was können. Tja, und finanziell. Italiener weiter sparen. Und bei den Deutschen haben wir jetzt soweit bewegt. Jetzt wahrscheinlich Zeit, die Forschung aufs Maximum zu bringen. 150. Ja gut, Amphibische kann man auch mal gebrauchen, die Kriegsführung. Aber ich würde doch eher das U-Boot. Wenn wir das rechtzeitig durchhaben. Wir im Jahresverlauf noch einige kriegen, dann auch direkt mit dem Upgrade. Dann 70, ja. Gut, wenn man einen zweiten reinpackt, würde man dann nachher weiter forschen, aber gut, man könnte natürlich versuchen, mit den U-Booten was zu machen. Eben, mache ich zugegebenermaßen nicht ganz so häufig. Wo ist was mit Schiffen? Eigentlich wäre die Produktionstechnologie viel gebrauchbarer. Und damit sparen wir auf alles Geld. Davon haben wir nicht gerade genug. Ach. Ich habe jetzt schon Litauen, was ich glaube ich eigentlich sonst nicht genommen hätte. Dann nehmen wir jetzt auch U-Boot über Produktion und wenn der zweite davon durch ist, geht der in die Produktion. So, die Alliierten mit irgendwas Unschönem.
Soweit nicht. Keine Diplo investiert. Dann spart Italien auf seine Infanteriewaffen. Außer halt, wenn die jetzt ganz knapp vor Krieg sind, solange die im Frieden sind, muss man die halt noch darunter bringen. Ein paar Einheiten würde ich im Zweifel machen. Das wurde ja bisschen dumm gelaufen oder dumm gefahren, dumm getaucht, wie auch immer. Er ist auch die Frage, ob er durchkommt und ja, wird schon schief gehen. Ich denke dann mal, dass wir den Zug beenden können. In Belgien macht keine weiteren Probleme. Allerlei Events. Genolinie überwunden. Ja, wir haben da ein Feld eingenommen, aber das reicht offenbar für Panik aus unter den Franzosen. Norwegen Route. Nochmal die. Das läuft wirtschaftlich. Industrie hatte letzten Zug erst einen Fortschritt. Da bin ich sehr erfreut drüber. Aber aufgrund der Ausgaben kommt das alles noch nicht so ganz zum Zug. Aber es wird besser werden. Und dann damit an dieser Stelle erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Guckt auch bei TubeMill mit rein. Und dann bis zur nächsten Folge. Bis denn.